Ich glaube, ein Bild lebt eher noch mehr davon, wenn auch ein Inhalt ist. Aber auch nicht in der Hinsicht, dass alles zu erklären sein muss. Also ich gebe meinen Bildern auch sehr gerne eine gewisse Offenheit und eine gewisse Unklarheit. Also ich glaube, man erkennt oft bei meinen Bildern auch gar nicht, was ist wirklich dargestellt, wo befindet sich das. Vegas and She befasst sich mit den Ort Las Vegas, beziehungsweise mit den Frauen, die dort vor Ort sind und als Tänzerinnen arbeiten. Aber ich sehe es dann irgendwie weniger als ein Porträt von den Tänzerinnen, sondern mehr als eine Serie, die versucht, diesen Ort auf eine gewisse Art und Weise einzufangen und diesen Mythos, den Vegas besitzt, darzustellen. Also ich muss sagen, in Rio war es eigentlich schwieriger als jetzt zum Beispiel in Las Vegas, gewisse Aufnahmen auch zu finden oder Zugänge zu haben, weil das dort schon sehr oft war, dass wenn du jetzt als Fotograf auftrittst, den Menschen mal irgendwie deutlich machen musst, dass du kein Fotojournalist bist, sondern eigentlich war es für mich immer wichtig, auch irgendwie klarzustellen, ich mache eine freie Arbeit und ich versuche nicht so gewissen, in eine gewisse Negativität irgendwie zu transportieren.